Der russische Vorschlag zur Kontrolle von Syriens Chemiewaffen könnte nach Einschätzung von US-Präsident Barack Obama den Durchbruch in der Krise bringen. In einem seiner Interviews mit mehreren US-Sendern sagte Obama, er habe mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin auf dem G20-Gipfel auch über das Thema gesprochen. Mein Anliegen war es immer, sicherzustellen, dass nie wieder Chemiewaffen zum Einsatz kommen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das Problem diplomatisch zu lösen, wäre ich darüber sehr glücklich. Außenminister John Kerry werde mit seinen internationalen Kollegen daran arbeiten, ob sich etwas Ernsthaftes und Durchsetzbares aus dem Vorschlag ergebe. Obama betonte auch, wegen des russischen Vorschlags skeptisch zu sein. Es könne sich auch um eine Hinhaltetaktik von Syriens Staatschef Bashar al-Assad handeln.